Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu The Solus Project, wo ich jetzt mal Juris Crash-Tagebuch vorlese. Wir sind immer noch bei der Kreuzung. Echt jetzt? Das gehört noch mit dazu. Okay, da habe ich nichts gesagt, dann finden wir vielleicht noch. Vasas, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, hier sind noch keine Bruchteile. Wir standen Kühe auf ihre. Ja, das hatten wir schon. Väter auch. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Juris Crash-Tagebuch. Das lese ich mal vor. Das haben wir jetzt komplett. All die Jahre, die wir mit Reisen verbrachten, uns gegenseitig kennenzulernen, zu forschen. Die ganze Hoffnung verschwunden, als das Schiff in Flammen aufging. Ich weiß nicht, was passierte. Ich weiß nur, dass alles verloren ist. Maria, es war für nichts. Ich habe mich noch nie so allein in meinem Leben gefühlt. Ich wandere ständig über diese seltsame Insel und frage mich, ob ich versuchen sollte, jeden zu finden. Sie verdienen eine Art Denkmal. Die Hälfte von ihnen ist wahrscheinlich im Meer. Ach, seine toten Kumpanen. Er wandert alleine über diese Insel. Klingt so, als ob er 100 Jahre schon hier war. Wir sind 8 Tage hier, Alter. Ich weiß nicht, ob es etwas bringen wird, aber ich werde versuchen, eine Kommunikationsverbindung mit Prolus zu errichten. Die Satellitensonde im Orbit kann als Kommunikationsrelief fungieren, aber ich werde einige Teile zusammensuchen müssen, damit ich ein Signal von der Oberfläche senden kann. Ich frage mich, wie es den anderen Schiffen ergangen ist. Ich habe einen Standort auf dem Hügel für den Funkturm ausgesucht. Ein guter Orientierungspunkt. Vielleicht, wenn jemand noch am Leben ist, wird er ihn bemerken. Wenn mein Arm nicht gebrochen wäre, wäre dies alles einfacher. Ich glaube auch, dass sich die Wunde in meinem Bauch entzündet. Ach, deswegen ist er wahrscheinlich auch gestorben. Ich bin neidisch auf den Rest der Crew. Die jetzt tote Crew. Ha, wenigstens mussten sie nicht alleine sterben. Dies alles mitzuerleben. Maria verdient es zu erfahren, deshalb werde ich es weiter versuchen. Ich habe die meisten Teile aus dem Schiff auf der Insel gefunden, aber keine Leichen. Ich weiß, dass sie alle tot sind, aber es gibt nicht eine einzige Leiche. Wo sind sie? Ich dachte, das Modul, in dem sich Amon und Fred befanden, ist in intaktem Zustand gelandet. Ich habe alle Grundkomponenten gesammelt, um die Arbeit am Funkturm zu beginnen. Mein Hauptziel ist es, dass die Menschen der Prolus-Kolonie erfahren, was passierte. Die letzten Tage hatte ich ein Feuer am Brennen, um jeden Überlebenden ein Zeichen zu geben. Vielleicht sind sie auf den anderen Inseln. Wir haben ein Lichtsignal gesehen am Anfang auf einer anderen Insel. Also da könnte auch jemand am Leben sein. Aber guck mal, er hat genauso wenig wie wir Leichen gefunden. Also wo sind die alle hin? Natürlich würde es nicht leicht werden. Ich versuchte, ein einfaches Notsignal zu senden, aber das Signal war zu schwach. Ich war zu voreilig. Ich muss bessere passende Teile finden, um das Signal zu verstärken und einen Weg finden, aufwendigere Nachrichten zu senden. Ich schwöre, dass ich ein Licht auf einer entfernten Insel gesehen habe. Ich rieb meine Augen rot, um es deutlicher zu sehen. Ich schwöre, irgendwas war dort. Ich versuche, mit einem Metallstück und Spiegelungen Zeichen zu geben, aber nichts passierte. Vielleicht war es meine Einbildung. Nee, das habe ich auch gesehen. Es muss echt sein. Ich sehe es immer wieder. Licht auf der anderen Insel. Aber wenn sie oder es mein Signal gesehen hat, haben sie es weder verstanden, noch haben sie eine Möglichkeit, mir ein Zeichen zu geben. Komisch. Dieses Tagebuch ist wirklich meine Vertraute geworden. Wer hätte das gedacht? Ich brauche mehr Teile, um den Sender zu verbessern. Das kann ich Ihnen erzählen. Dann kann ich Ihnen erzählen, was passierte. All die Leute, die für 15 Jahre ihres Lebens an uns dachten. 8 von meinen. Aber ich kann nicht mehr länger alleine arbeiten. Ich werde viel zu schwach. Ich kann mich nicht beugen oder meinen Bauch. Diese Schmerzen. Ich bin in eine Höhle geklettert, um einem Sturm zu entkommen. Bin ausgerutscht und habe mein Bein zwischen 2 Felsen eingeklemmt. Was war das? Oh, hier wurde gerade irgendein USB-Gerät entfernt. Warte mal, wo ist meine Maus? Was hat er denn entfernt? Keine Benachrichtigung? Hä? Moment, Entschuldigung. Welches USB-Gerät denn? Kamera ist da? Maus ist da? Tastatur hat er entfernt. Ja, großartig. Ich hasse alles. Oh Mann. Nichts als er hier. Muss ich gleich mal zu den Porn gucken. So. Ich habe es mit großer Schwierigkeit nach 2 Stunden zurück ins Lager geschafft. Dies ist das Ende. Es wird schwerer und schwerer wach zu bleiben. Die Wunden fordern langsam ihr Opfer. Besonders die Entzündung am Bauch. Die einzige Hoffnung ist es, weiter zu schreiben. In der Hoffnung, dass jemand dieses Tagebuch findet.
Ich versuche, mein Leben mit Tinte zu verlängern. Gott sei Dank gibt es unverwundbares Papier. Man kann nicht aufhören, seine Wunden anzustarren. Menschliche Angewohnheit. Die Faszination mit dem Morbiden. Aber der Geruch ist etwas, was niemand jemals ignorieren könnte. Ich habe nie gedacht, dass eine Verletzung so einen Gestank erzeugen könnte, wenn ich nur Medikamente hätte. Die Grenze zwischen Realität und meiner Einbildung wird immer verschwommener. Ich dachte, ich hatte detaillierte Einträge über die Konstruktion des Funktums verfasst. Was war nur in meinem Kopf? Habe ich die Seiten verloren? Hat nicht jemand gesagt, dass Einbildung eine Überlebenstaktik ist? Ein Narzisst verdient es, allein zu sterben. Meine letzten Gedanken sind bei dir. Es tut mir leid, dass ich gegangen bin. Was für eine Verschwendung. 15 Jahre, das Trauma der Trennung. Ich bereue das alles. Ich bereue es, meinen letzten Moment nicht mit dir verbringen zu können. Es tut mir leid. Es tut mir so verdammt leid. Okay, ich sollte vielleicht, da sehr viel zum Vorlesen ist, sollte ich vielleicht nicht erst alles sammeln, sondern vorlesen, wenn ich alles gefunden, wenn ich das direkt finde, glaube ich, wa? Deswegen lese ich mal Juris Tagebuch auch gleich vor. Die Leute haben sich endlich an das System gewöhnt. Sie versuchen immer noch Chaos, tauschen und handeln mit ihrer verursachen immer noch Chaos, tauschen und handeln mit ihrer Freizeit, ohne es mich wissen zu lassen. Manche haben sogar gelogen, um mehr Zeit zu bekommen. Vielleicht ist die ganze Sache mangelhaft. Ich versuche immer noch, unsere relative Zeit zu verstehen. Wir bewegen uns so schnell, dass sich jede Sekunde unsere Atome so wenig bewegen, unsere Körper objektiv gesehen langsamer bewegen. Uns Monate auf Antworten warten lässt, selbst mit Überlichtkommunikation. Keinen langweiligen Moment mehr. Nachricht von PPHQ. Ihre neuen Vorschriften verlangen, dass ein Kommunikationsoffizier bei Anruf und Aufnahmen anwesend ist, um dafür zu sorgen, dass es keine Vertragsbrüche mehr gibt. Spaßige Zeiten kommen auch noch zu. Muss wohl aufregend sein, von jedem die Leichen im Keller zu kennen. Ich möchte auch sehr gerne im Vertrauen mit meiner Frau sprechen. Sie vergessen immer, dass ich einer von ihnen bin. Ich bin nicht nur eine Überwachungsmaschine. Ich habe nicht nach diesem Job gefragt. Ich habe mich nur für das Projekt beworben. Während wir unsere Aufnahmen nach Hause senden, kann ich nicht aufhören, über alle auf Prolos nachzudenken. Diejenigen, die wir zurückgelassen haben. Für wen machen wir das alles eigentlich? Für uns? Für die Zukunft der Menschheit? Oder für die Elite? Die Menschen, welche die Obrigkeit damals auf der Erde waren. Die Prolos-Elite befleckte ihre Hände, um zu überleben. Nur so viele fanden Platz auf den Schiffen. Sie zahlten jeden Preis, eliminierten jeden, der ihnen im Weg stand, egal welcher Verwandtschaftsgrad. Und diese Menschen werden wir retten. Mit all ihren blutigen Ressourcen. Sie sagten uns als Wissenschaftler, dass unsere Familien gerettet werden würden, wenn noch irgendein Platz übrig wäre, sagten sie. Ich erzählte mir selbst, dass eine kleine Chance, meine Familie zu retten, besser wäre als gar keine. Ich bin der Älteste auf diesem Schiff, der Einzige, der auf der Erde war. Oh, okay. Heute bei einer Unterhaltung fragte mich Liu Yang, wie viele Leute eigentlich etwas in die Tagebücher geschrieben haben, die wir bekommen haben. Ich war überrascht, als ich herausfand, dass die meisten es taten. Ich fragte mich, wie viele eigentlich richtige Einträge verfassen. Statt gekritzel. Ich glaube, Casey ist einer von ihnen. Das kennen wir schon. Als ich tief in Gedanken wegen meiner letzten Aufnahme war, kam Casey vorbei und sagte, dass er über seine Familie nachdachte. Über seinen Sohn, was der Junge während der Aufnahmen sagte oder malte. Sein Sohn ist jetzt fast 13. Dies ist ein Schiff mit Menschen, die wegen der Menschheit verwaist oder verwitwet sind. Ich entschloss mich, die Vorschriften für unsere letzten Aufnahmen vor der Landung zu umgehen und ließ die Leute länger als 10 Minuten sprechen. Ich hatte schon die Erwartung, dass unser PPHQ-Vertreter protestieren würde, aber beide waren einverstanden. Jeder fühlt die Anspannung, fast da. Amon sprach mit mir, nachdem er seine letzte Aufnahme beendet hatte und bedankte sich. Er verließ Prolos mit einem Groll gegen seine Eltern. Er änderte sogar seinen Nachnamen, aber er sagte, dass er sich entschuldigt hatte und Wiedergutmachung leistete. Hoffentlich haben wir Druck abgelassen. Fast Zeit zu landen. So, ja, ich werde das ab sofort instant vorlesen, nicht erst sammeln, sonst stehen wir teilweise eine halbe Stunde. Und ich lese nur vor, das waren jetzt schon 10 Minuten. Das ist, nicht so gut. Guck mal, hier ist schon wieder ein Speicherstein. Interessantös. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Diese Dinger, wenn die an der Decke hängen, sind die gefährlich. Ja, dann speichern wir gleich nochmal. Ich glaube auch. Spinnenbeben. Die ich nicht wegmachen kann. Geräusch ist wieder sehr gut. Ein Meilenstein. Gang der Dunkelheit. Ja, großartig. Und hier ist wieder was zu trinken, das ist gut. Wir müssen immer trinken, wenn wir können. Weil alles, was wir auf Reserve liegen haben, das ist nur, also alles, was wir im Inventar haben, ist nur für Notfall gedacht. Und nicht zum Verschwenden. Okay, hier gibt es 3 Artefakte. Relikt des Tages, der Nacht, der Nahrung, des Wassers und des Lebens. Anscheinend. Das ist ganz toll. Hier gibt es diverse Relikte. Die müssen wir aber erstmal finden.
Oh, ich habe ein Piepen im Ohr. Und es ist... Ach, hier ist so ein Kältestein, ne? Hier muss ich aber weg hier. Schon wieder was zu trinken. Trinken wir noch mal was. Bin ich auch flexibel. Das sind so Kältesteine. Und aufpassen, gibt Fallschaden, ne? Da ist eine Tür. Wieder in ein komisches Gemäuer. Aber hier gibt es sonst nichts. Ah, I see what you did there. Dieser Teleporter, ne? Guten Tag. 22 Grad, alles gut. Okay, die Tür kriegen wir später auf. Puh, jetzt müssen wir mal gucken hier. Was du wir hier? Was zu naschen? Seltsame Nahrung. Oh, nice. Hab ich den gerade aufgefüllt? Cool. Bringt 25 Gesundheit. Hallo, mach auf. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Nö. Okay, ich deck mal kurz die Fackel. Boah, ist das dunkel ohne Fackel. Das sieht aus wie ein Tisch oder sowas. Ich dachte erst, es wäre ein Ei. Das ist aber eine Statue. Okay, das sieht mir ein bisschen nach Rätsel aus. Da sind Zahnräder. Hier ist Futter. Das nehme ich gerne mit. Okay, haben die gefressen. Dann wollen wir mal kicken. Da ist eine Leiter. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Kann ich die jetzt wegstecken? Ja. Sieht auch nicht besser aus. Ich will mal wieder raus, ne? Hallo, nee, hallo, ich will runter, nicht hoch. Okay, der wird angeleuchtet. Ich gucke mich erstmal um. Hier sind Zahnräder drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auf die Dinger rauf müsste. Okay, was ist das denn? Kann geöffnet werden. Eine Steintruhe. So. Ich dachte, das wäre ein Podest, um irgendwo drauf zu stellen. Hier ist Futter. Ja. Hä? Ach so, weil ich das Ding noch nicht gefressen habe. Muss ich denn essen? Nee, ich habe noch alles gut. Hier ist wieder so ein Ding. Ich müsste die kombinieren. Ich glaube, das mache ich auch mal eben schnell. Was können wir denn mal eben weglegen? Hier die Kraftnahrung lege ich mal kurz weg. Nehme ich mal den. Kombiniere mit dem. Heb den auf. Jetzt haben wir da nämlich zwei von. Und dann hebe ich die Kraftnahrung wieder auf. Ach nee. Hä? Ja, das war dumm. Entschuldigung. Ja. Dann fresse ich lieber den. Gibt Gesundheit. Ich dachte eigentlich, die wäre voll, aber anscheinend nicht. Okay. Vermute mal. Oh, guck mal, da hinten. Das ist ein Durchgang. Aha. Komme ich mit Sicherheit nicht hoch. Nicht mal annähernd. Nice try, Junge. Konnte nicht mal am geringsten hoch, Alter. Ne. Okay, keine Chance. Gehen wir hier zurück. Gibt es einen anderen Eingang? Ich guck mal. Ne. Okay, ich denke mal, wir müssen da auf die Dinger rauf. Der auch nie dahin schießt, wohin schießen soll, ne? Ist der gerade abgesackt?
Nee. Ich höre Dinge. Okay. Muss das eigentlich so komisch leuchten? Komme ich auf den da auch rauf? Fast. Warte. Bisschen höher. Junge, fliegt da hoch, Junge. Das reicht genau gar nicht. Ach, leck mich doch. Versuche ich von der Seite. Normal. Können wir von hier drauf kommen? Fast. Ich will da drüben in diesen komischen Gang rein. Ruckel, ruckel, Alter. Was ist los? So, jetzt müsste ich da mal reinkommen, ne? Naja, so nicht. Wahrscheinlich bin ich viel zu tief. Ich müsste eigentlich höher sein. Schön, dass der auch unendlich hat. Ich komm noch nicht hin. Oh, komm schon, Spiel. Jetzt sei nicht so. Lass mich da rein. Blöde Kackfenster ist doch nicht umsonst. Geht halt überhaupt nicht dahin, ne? Nicht mal in die Richtung, Alter. Ne, reicht genau gar nicht. Das war zu tief. Ich hoffe, der ist nicht rübergeflogen. Kann ich aber auch nichts auslösen, ne? Warte, ich hab irgendwas getan. Ich kann das bewegen. Ach, wat? Okay. Muss ich zusammenschieben? Aha. Ja gut, ich muss mir da drüben einen Weg hinbahnen, ne? Das ist mir schon klar. Aber ich will... Alter, wie kräftig ist der Macker denn? Ich will ja erstmal da oben hin. Okay. Kann ich da von hier raufkommen? Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Warte. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich hier ohne Fackel rumlaufe, ist es echt gruselig. Warte mal, vielleicht kommen wir auch da gleich auf. Müsste ja fast passen. Jo. Mal gucken, ob wir da nicht reinkommen. Oh, sie schießt da durch, Junge. War bestimmt eine gute Idee. Erstmal gar nichts. Okay, ich bin drin. Oh, hab was gefunden. Ein geheimes Geheimnis. Wieder mal ein sehr enger Gang. Oh. Sollte ich hier vielleicht rein? Was haben wir hier? Wieder ein Meilenstein. Erneuerung der Geißelung. Gibt es eigentlich eine Map? Nee, gibt es nicht. Habe ich, glaube ich, schon mal geguckt. Oder auch nicht. Erneuerung der Geißelung. Das hört sich nicht gut an.
Boah, ruckel nicht immer so, Junge. Okay, hier ist wieder so ein Eisstein. Lass mal gucken, was es hier so gibt. Nicht viel anscheinend. Da geht's noch lang. Und hier auch. Hier nicht. Da nicht. Oh. Oha. Nicht so gut. Hallo. Lauf. Ja, leck mich ja fett, Junge. Mach mal nicht so eine Welle. Schlafmangel. Ja, natürlich. Ist nur gerade ein bisschen kalt. Wo bin ich denn hier jetzt hingekommen? Mama? Wo bin ich? Ich muss gleich irgendwo pennen. Ich warte immer darauf, dass hier irgendwas aus dem Wasser springt und mich frisst. Hier sind 21 Grad. Vielleicht, wo, wie war Schlafen B, ne? Ich mach mal 6 Stunden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein bei The Solus Project. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss.